Hallo, ich heiße Marie. Also meine Familie ist ziemlich groß. Ich habe 3 Schwestern und einen Bruder. In meiner Freizeit will ich mich entspannen. Ich spiele Gitarre, das ist mein Hobby. Und ich liebe Bücher und lese sehr viel. Manchmal lese ich auch ein Buch auf Englisch. Ich habe auch Spanisch in der Schule gelernt, aber das habe ich alles vergessen. Ich spreche nur Deutsch und Englisch. Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Geschlafen haben wir in einer Jugendherberge, so war es nicht so teuer. Mal sehen, welche Reisen ich dieses Jahr mache. Hallo Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag? Geht es da? Wir können zum Brunch gehen, ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Hast du es auch schon gehört, Gloria? In der Vorstadt gibt es ein neues Lokal, das Lichtlos. Man kann dort Kaffee trinken und auch essen, aber es ist total dunkel, ohne Licht. Eben lichtlos. Warst du schon dort, Nele? Nein, aber ein paar Freunde von mir. Es hat ihnen super gefallen. Man isst und trinkt, aber man sieht nichts dabei. Gar nichts. Ich möchte da auch gern mal hingehen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich finde das ziemlich komisch. Plötzlich ist das Licht aus. Nein, nein, da ist es immer dunkel. Komm, das wird spannend. Und wie findet man seinen Platz? Die Kellnerinnen und Kellner nehmen dich an der Hand und bringen dich zum Tisch. Und wie bestellt man? Man kann ja keine Speisekarte lesen. Das macht man beim Eingang, an der Rezeption. Dort bezahlt man auch nach dem Essen. Aber Essen ohne Licht? Das ist schon komisch. Da kann man das Essen auf dem Teller gar nicht finden. Das sieht bestimmt dumm aus. Das macht doch nichts. Du siehst nichts, aber alle anderen sehen auch nichts. Ich finde das interessant. Man muss da ganz anders aufpassen. Das möchte ich erleben. Wann willst du denn dahin?
Vielleicht am Freitag in 2 Wochen. Hast du am 22. Zeit? Moment. Am Freitag, am 22. Ja, das geht. Wir können auch Ole und Simon fragen. Vielleicht kommen sie auch mit. Das ist eine gute Idee. Ich reserviere uns gleich mal einen Tisch. Hallo, Ayla. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön, so ein Klassentreffen. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erstmal meins. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee, nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung oder studieren, ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren in München. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erstmal ein Jahr als Au-pair in England. Ach, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nichts. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen? Ja, letzte Woche erst. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du die Straße? Ach, Frieda! Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch! Ich wollte gleich nach der Schule an die Uni, aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja, aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut. Und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst einmal... Sie sind überrascht. Physik und Musik waren meine Lieblingsfächer. Ach nee. Wir hatten jeden Tag Sportunterricht. Echt? Wir sind erst um 9 Uhr zur Schule gegangen. Ehrlich? Wir hatten nie Hausaufgaben.
Ach komm. Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle drei haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also, ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen. Aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung, denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle drei glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls... Na Vida, wie ist es denn eigentlich an der Universität? Ach, eigentlich ist alles gut. Ich finde das Studentenleben in Leipzig toll. Ich habe viele neue Freunde gefunden und meine Kurse sind spannend. Warum fragst du denn, Alex? Ach, Fabian und ich überlegen gerade, was wir nach der Schule machen. Ach ja, ihr seid ja in 2 Monaten mit der Schule fertig. Das stimmt. Und ich möchte eigentlich bald eine Ausbildung anfangen. Alex findet das nicht gut. Genau. Nach dem Schulstress braucht man doch eine Pause. Zum Beispiel kann man eine Reise machen. Das sehe ich anders. Man macht doch nach der Schule sowieso etwas ganz anderes. Deshalb braucht man keine Pause. Wie war das bei dir wieder? Du hast doch auch gleich studiert. Also, ich habe schon 8 Wochen Urlaub gemacht, danach etwas gejobbt und im Herbst dann gleich studiert. Das war für mich richtig, denke ich. Was willst du denn machen, Alex? Also, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will. Studieren, Ausbildung, Urlaub. Du kannst ja einfach jobben und reisen. Da gibt es viele Programme. Das ist eine gute Alternative zum Studium, finde ich. So einfach ist das nicht. Man verliert Zeit und alle Freunde haben später schon eine Arbeit. Und nur du, Alex, bist noch nicht fertig.
dann bist du traurig und unzufrieden. Das stört mich nicht. Studieren und arbeiten, das kommt früh genug. Das ist meine Meinung. Du kannst das ja anders machen. Ich habe eine Idee. Ihr könnt mich ja in Leipzig besuchen und ich zeige euch mein Studentenleben dort. Das ist eine super Idee. Fabian, hast du auch Zeit? Hi Sven, willst du auch einen Tee? Danke, gern. Was machst du denn gerade? Ach, da gibt es so eine Online-Umfrage zum Thema Medien. Echt? Und was sind das für Fragen? Na, zum Beispiel, was ich gestern online gemacht habe. Und? Na, beim Frühstück lese ich ja immer die Zeitung online. Und in der Arbeit musste ich Artikel recherchieren und lesen. Und wahrscheinlich E-Mails schreiben. Genau. In der Arbeit lese und schreibe ich bestimmt so 1 bis 2 Stunden E-Mails. Mindestens. Und in der Freizeit checke ich auch noch meine privaten Mails. Machst du das auch in der Arbeit? Nee, dafür habe ich gar keine Zeit. Aber in der Pause oder wenn ich mit der U-Bahn fahre, da habe ich ja mein Smartphone. Oder abends auf meinem Tablet. Und abends hast du wahrscheinlich wieder eine Serie geschaut und dein Handyspiel gespielt. Gestern Abend nicht, aber eigentlich hast du ja recht. Gestern war ich mit Matthias essen. Aber ein paar Minuten habe ich bestimmt auch mal was gespielt. Und du? Bist du immer online? Immer online? Naja, also gestern habe ich ein paar Fotos gepostet und Nachrichten geschrieben. Und sonst? Ach ja, ich habe mir ein paar Songs runtergeladen. Und du hast doch bestimmt eine Serie gesehen. Ja, schon. Kevin war abends da. Wir haben zuerst ein paar Videos angesehen und danach noch so eine coole Serie. Und das war alles. Nicht mehr. Puh. Also natürlich habe ich was im Internet gelesen. Ach ja, Kevin und ich haben noch Kinotickets gekauft. Na, also bist du ja auch ganz schön viel online. Klar, ich habe ja auch nie was anderes gesagt. Das sind aber viele Laptops hier. Da weiß man ja gar nicht, was man nehmen soll. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop. Und praktischer ist es auch. Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop. Also ich glaube, der hier ist gut. Wo ist denn hier ein Verkäufer? Ah, hallo. Entschuldigung. Warum willst du denn noch in den Buchladen? Hast du keinen E-Book-Reader? Nee, habe ich nicht. Ich weiß, E-Books sind praktischer als Bücher. Aber ich mag Bücher lieber. Hast du es denn schon mal ausprobiert? Ich habe seit einem Jahr einen E-Book-Reader und finde ihn super. Aber viele E-Books sind doch auch nicht billiger als Bücher. Das stimmt. Neue Bücher nicht. Aber es gibt viel kostenlos oder ganz billig. Und nachts lesen ist viel angenehmer. Man braucht keine Lampe und stört niemanden. Vielleicht probiere ich es mal aus. Kannst du mir deinen E-Book-Reader mal leihen? Dann kann ich. Was wünschst du dir eigentlich zum Geburtstag? Vielleicht eine Uhr. Meine gefällt mir nicht mehr. Aber dann eine Smartwatch, oder? Die kann viel mehr als eine Uhr. Du meinst beim Sport und so? Nein, nicht nur. Da bekommst du Nachrichten und hast auch andere Apps drauf. Das ist fast wie ein Tablet, nur viel, viel kleiner. Sind Smartwatches nicht super teuer? Nein, die sind nicht unbedingt teurer. Komm, wir schauen mal im Internet nach. Vielleicht gefällt dir da was. Kauf doch ein Tablet. Das ist viel leichter als ein Laptop. Und praktischer ist es auch.
Findest du? Auf dem Laptop kann man aber besser schreiben. Und der Bildschirm ist größer. Aber ein Laptop kostet mehr als ein Tablet. Tablets sind billiger als Laptops. Das stimmt. Aber ich arbeite lieber mit einem Laptop. Beim Sprechen Zeit gewinnen. Er macht lieber Fotos von Tieren als von, wie sagt man gleich? Landschaften. Für das Projekt haben Sie, warte mal, eine Umfrage gemacht. Sie entwickeln gerade ein Dings für das Smartphone. Wie heißt das? So, hier ist einmal das Schnitzel mit Pommes und Salat. Ja, das ist für mich. Danke. Und die Spaghetti mit Lachs für Sie. Vielen Dank. Das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. Ja, ich habe echt Hunger. Guten Appetit. Ach, Moment. Warte mal kurz. Noch nicht essen. Ich mache noch ein Foto von deinem Schnitzel. Ach, jetzt leg doch das Handy weg. Ich habe Hunger und will jetzt essen. Nur ganz kurz. Das sieht so lecker aus. So, können wir jetzt essen? Ja, fang ruhig an. Ich poste das nur noch schnell. Oh Mann, Konsti, das nervt echt. Willst du hier mit mir essen oder deinen Freunden Fotos schicken? Glaubst du wirklich, dass die das interessant finden? Ach, jetzt sei doch nicht so. Ich bin doch schon fertig. Also, guten Appetit. Guten. Und? Wie hat dir der Film gefallen? Sehr gut. Ich finde, die Schauspieler waren super. Ja, vor allem der Junge hat wirklich toll gespielt. Aber ich fand den Film auch ein bisschen langweilig. Langweilig? Echt? Nein, das finde ich gar nicht. Ich finde die Geschichte sehr interessant. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie die Kindheit damals war. Und der Film war lustig. Ich habe viel gelacht. Aber er war auch sehr traurig. Solche Filme mag ich gern. Ja, du hast schon recht. Schlecht war der Film nicht. Aber ich finde es einfach nicht so gut, dass der Film nur um das Leben von einer Person geht. Ich bin kein Fan von Autobiografien. Ach, du hast doch immer irgendetwas zu meckern. Ja, ich weiß. Aber die Schauspieler waren wirklich toll. Sollen wir noch etwas trinken gehen? Ja, gerne. Komm. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Kino Aktuell. Ich beginne heute mit ein paar Informationen zum Filmland Deutschland. Jedes Jahr kommen sicher 5 bis 10 populäre deutsche Filme in die Kinos. Aber insgesamt gibt es viel mehr deutsche Filme, nämlich 250 pro Jahr. 28 Millionen Kinobesucher in Deutschland sehen deutsche Filme. Sehen Sie auch gern deutsche oder internationale Filme? Dann ist das Programm auf einem Filmfestival, zum Beispiel der Berlinale, für Sie interessant. Der beste Film gewinnt dort den Goldenen Bären. Oder Sie recherchieren. Welcher Film hat die Lola gewonnen? Die Lola ist ein anderer deutscher Filmpreis. Viele Filme kommen aus den Filmstudios Babelsberg bei Berlin. Die gibt es schon seit 1912, also schon über ein Jahrhundert lang. In München gibt es die Bavaria Filmstudios und eine bekannte Universität, die Hochschule für Fernsehen und Film. Kennen Sie zum Beispiel Wim Wenders? Der Regisseur hat hier studiert, ebenso wie viele andere bekannte Schauspieler und Regisseure. Aber jetzt zu den Filmstarts. Doris Dörrie hat wieder das... Hallo und herzlichen Glückwunsch. 1. Platz. Darf ich fragen,
Wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, unglaublich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Boah, ich bin so stolz. Ich habe es geschafft. Wie oft sind Sie denn schon einen Marathon gelaufen? Oh, noch nicht so oft. 3-mal. Oh, ich bin so glücklich. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe gewonnen. Ja, Sie sind die Siegerin. Wissen Sie schon Ihre Zeit? Nein, die weiß ich noch gar nicht. 4 Stunden und 28 Minuten. Wow, super. So gut war ich noch nie. Na dann, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dann gehen Sie jetzt mal lieber zur Siegerehrung und holen Sie sich Ihre Medaille. Viel Spaß. Vielen Dank. Ja, danke. Oh, Linus, du hast aber eine schöne Schultüte. Hast du die selbst gebastelt? Mhm. Und? Bist du aufgeregt? Heute ist dein erster Schultag. Toll, oder? Junge, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Mama, darf ich jetzt die Schultüte aufmachen? Nein, noch nicht. Die machst du erst nach der Schule auf. Was ist denn da drin? Weißt du das schon? Nein, es ist ja eine Überraschung. Aber ich hoffe, dass Schokolade drin ist und Spielsachen. Naja, vielleicht. So, jetzt geht's los. Komm, nimm deinen Schulranzen. Wir gehen rein. Ja, also ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich bin ja erst seit 3 Wochen hier in der Firma. Sie alle haben mich sehr freundlich aufgenommen. Das war wirklich toll. Ich bin sehr froh, dass ich so nette Kolleginnen und Kollegen habe. Vielen Dank auch für Ihre Geduld, denn ich habe Ihnen allen in den letzten Wochen viele Fragen gestellt. Ach, das war doch nicht schlimm. Das ist doch ganz normal. Danke. Bitte greifen Sie zu und bedienen Sie sich bitte bei den Getränken. Es ist von allem genug da. Vielen Dank. Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und, alles klar? Hallo Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao. Aua, pass doch auf. Du bist auf meinen Fuß getreten. Oh, entschuldige bitte. Oh, das tut mir leid. Das macht nichts. Geht es wieder?
ja, keine Sorge. Es geht schon wieder. Es tut mir wirklich leid. Kann ich dir ein Wasser holen? Nein, danke. Es ist alles okay. Entschuldige. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Immer passiert mir sowas. So ein Pech. Also jetzt geht es wirklich wieder. Komm, wir tanzen, okay? Du, Tim, schau mal, wer hier ist. Was? Wer? Wow, das gibt's doch nicht. Steve! Oh Mann, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hallo Tim, ich freue mich auch. Ich denke, du lebst in Singapur. Ja, aber ich bin gerade hier und besuche meine Eltern. Und da hat mir Alia gesagt, dass du eine Party machst. Cool. Mensch, erzähl mal, wie geht es dir denn so? Gut, danke. Hey, wir haben uns sicher 10 Jahre nicht mehr gesehen, oder? Ja, ich glaube auch. 10 Jahre. Auf dem Klassentreffen haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ja, die Zeit vergeht. Schade, dass wir uns so wenig sehen. Hauptsache, wir feiern jetzt. Prost! Prost! Hey, Alia, komm mal her. Wahnsinn. Das ist ja toll. Ich freue mich riesig. Danke, dass du Steve Bescheid gesagt hast. Ist doch klar. So ein Glück, dass er gerade in Deutschland ist. Wie unangenehm. Oh, ist das peinlich. Ist nicht so schlimm. Das ist mir so unangenehm. Das tut mir schrecklich leid. Schon gut. Ach, schade, dass die Kieler Woche schon wieder vorbei ist. Ja, es war schön, aber es waren viel zu viele Leute da. Überall war es eng und voll. Das hat mir nicht gefallen. Stimmt, aber mir gefällt es, wenn Menschen aus der ganzen Welt zu so einem Fest kommen. Es war richtig international. Überall hat man unterschiedliche Sprachen gehört. Und das Essen war auch so international. Ich habe viele verschiedene Sachen probiert. Aber das war manchmal ganz schön teuer, oder? Ja, aber ich habe auch billige Sachen gefunden. Sag mal, warst du auf einem Konzert? Klar, Musikveranstaltungen gefallen mir immer besonders gut. Ich war insgesamt auf 4 Konzerten. Und du? Ich war auf keinem Konzert. Ich finde die Segelboote und die Regatta toll. Mehr brauche ich nicht. Aber das Feuerwerk am Ende war super, oder? Ja, das war wunderbar. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 6:15 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis 8:45 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten.
aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob.